Hallihallo, ihr Lieben da draußen, und ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier bei den Formworkers im Projekt Legend of Formers. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch gefällt, lasst ein Däumchen da. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, viel Spaß beim Zuschauen, ihr Lieben. Robin, mein Lieber, ich grüße dich, ne? Alles fit bei dir? Alles gut? Wie sieht's aus? Heute gestreamt? Standardfrage natürlich. So, wie ihr hört, sind wir natürlich auch wieder live aus dem Twitch-Stream und ja, deswegen kann es immer mal passieren, dass ich mich mit Menschen unterhalte. Man glaubt's kaum. So. Können wir die rüberziehen? So, boah, gerade so. So, gut. Immer wieder das Haar. Was ist jetzt mit dem Krüger los eigentlich? Telefoniert er hier stundenlang? Ich versteh's nicht. Ich drück hier kaum irgendwas und das Ding haut in die Luft. Das kann doch nicht sein. Also mal ganz ehrlich. Was ist denn hier nicht richtig? Hier. Ich drück nichts. Ja, Erik. Ja, Laura hier. Moin. Ich sollte liebe Grüße ausrichten, die sind auf dem Weg zu dir. Ja, ja, ich habe nichts gemacht, alles gut. Ja, warte, wie haben Sie gesagt? Sie verkehren doch mit dem Herrn Felder. Wenn Sie den dann gleich wieder anrufen, Zwinker-Smiley, können Sie ihm mal ausrichten. Ja, ich habe gar keine Zeit für die zwei jetzt. Ja. Ja, ich durfte in die Verkehrskontrolle. Zusätzlich ja, noch. Ja, können Sie auch machen. Ja, ich habe wieder einen Brief gekriegt. Was für ein Brief? Sie haben sich bei mir beschwert, dass sie keine Post sind. Was kann ich dafür, wenn so ein Typ hier keinen Arsch in der Hose hat und zu mir kommt? Hä? Ja, ich habe schon wieder einen Liebesbrief gekriegt. Echt? Ja. Geil. Du bist ja ziemlich begehrt, du. Ja, bin ja eigentlich froh, dass ich dich daten darf. Da kannst du dich glücklich schätzen, ne? Ja, mache ich ja ganz sehr. Auf einer Seite fühle ich mich geschmeichelt, auf der anderen Seite... Kann man ja sein. Ja, ist so ein bisschen unangenehm. Echt? Ja, naja, ich habe ja Interesse an dir. Das heißt, ich müsste ja jemanden einen Korb geben. Ich will ja niemanden verletzen, weißt du? Das ist eher unschön. Ja. Ja. Also mich stört's nicht so sehr. Ja, toll, du bist ja auch nicht in der Position, jemanden verletzen zu müssen. Nee. Also ich glaube, derjenige ahnt es. Echt? Meinst du, das ist jemand hier aus dem Dorf? Er steht drunter, ein liebevoller Gruß von einem Dorfbewohner. Ach, krass. Okay. Ich habe null Ahnung. Nee? Nee. Brauch doch mal durch. Also von mir ist es nicht... Ja klar, ich ruf jeden an. Nö, ja, warum denn nicht? Nee. Machst du nicht sowas? Nee. Ich habe vorhin zu den Polizisten gesagt, ne, derjenige kann man ja auch bei der Postbriefe abgeben. Man muss ja nicht einen Absender angeben. Geht ja auch so. Ja. Ich habe ja einen Briefkasten, warum wird das bei der Polizei abgegeben? Und man kann ja auch mal einen Arsch in der Hose haben und bei mir klingeln. Ja. Oder so wie ich es gemacht habe, dich einfach mal fragen. Genau. Das ist mir ja nicht ganz so leicht gefallen, muss ich sagen. War schon ein bisschen aufgeregt. Echt? Wie extrem. Ja, und ich gebe dir einen Korb, ne? ja. Aber dort hast du es ja wahrscheinlich mit Freuden gemacht, mir einen Korb zu geben. Nee, nee. Das war mir auch sehr unangenehm, weil ich wollte eigentlich ja sagen. Eigentlich?
Ja, nicht nur eigentlich. Ja, naja, das war alles ein bisschen komisch. Ne? Ja, hast du ja letztendlich dann ja gesagt, ist alles gut. Mhm. Ist da alles gut? Soll ich heute Abend noch irgendwas mitbringen? Nein. Nein? Nein, ich habe alles da. Alles da oder was? Mhm. Ich habe alles da. Fisch gibt's. Ganz feinen Fisch. Sehr schön. Mhm. Lange nicht. Mit lieblichen Weißwein. Gekühlt. Ui. Das ist gut. Jetzt weiß. Ja, wird schon. Ja, darüber hat man ja schon mal gesprochen. Mhm. So, bei mir steht ein Kai auf dem Hof und telefoniert die ganze Zeit. Na, du telefonierst ja auch. Ja, aber der telefoniert schon seit 5 Stunden hier. Mhm. Und ich bräuchte eigentlich mal die Gülle, das Güllezeug, das Güllefass. Ha. Ich habe hier vorhin eine Nachricht gekriegt wegen Steuern. Mhm. Hast du die auch bekommen? Eine Nachricht? Wo hast du die gekriegt? In der Grünfelder... Grünfelder Landchat hier, oder was? Ja. Von der Bürgermeisterin. Kam sie da schon mit die Kohle haben, oder was? Sehr genannt wurde, in einigen Steuern wurde noch nicht nachgeglichen. Bitte zügig erledigen, ansonsten muss geschätzt werden. Pff. Ja, dann sollen sie schätzen. Ich habe keine Ahnung, was sie von mir wollen. Oh. Ich habe gar keine Einnahmen weiter. Ich hatte dafür immer einen Berater gehabt. Ja. Haben wir sowas hier, einen Steuerberater, der das für ihn macht? Nö. Kennst du hier jemanden, der sich damit ein bisschen auskennt, den man fragen könnte? Oh, schwierig. Ganz schwierig. Weiß ich jetzt wirklich nicht, kann ich da nicht sagen. Was ist denn mit dem hier nicht richtig? Was ich dich noch fragen wollte. Mit dem Krüger. Ah. Polizei kommt. XXL-Paletten. Ja, meine Herren, ganz kurz, ich bin ganz kurz noch am Telefon. Bin sofort für Sie da. Alles gut. Mach mal ganz kurz einen Traktor aus, warten Sie mal. Was Papiertüten? Ja, na, guck mal, zugelernt. Also eine komplette Palette. Ne? Na, warte mal, ich sag dir mal, wie viel ich brauche. Ja, eine Palette kostet 1000er. Also 1000 Liter. Ja, machst du mir eine Rechnung für 70.000? Brauch 70.000 Liter. Jo, mach mal. Soll ich dir dann in die Mehlproduktion bringen, bestimmt, ne? Ja, bitte. Ich kann es schlecht transportieren. Jo, so machen wir's. Na gut, okay, ich kümmere mich erstmal um die werten Herren von der Polizei. Jo. Gut, ich ruf dich dann nochmal an. Jo, bis dann. Jo, bis später. Herr Fröhlich hat Laubrecht. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich muss erstmal sagen, ich bin begeistert. Vielen Dank, hab ich von Ihnen gelernt. Also, heute tippitoppi. Ja. Also ist es nicht meckern, ne? Okay, perfekto. Übrigens werden hier Lehrpaletten nicht angenommen. Ja, ja. Genau. Vorne ein bisschen Luft, aber das geht noch, das ist okay, das ist. Ja, ja. Okay. Aber eventuell sollten Sie hinten an dem Hänger mal ein bisschen Luft draufpumpen auf die Reife. Ich habe sogar. Ein bisschen ausgewählt. Ja, das stimmt. Ich habe sogar. Gucken Sie mal sich die Spanngurte an. Auch die habe ich jetzt mittlerweile mal ausgetauscht und neue gekauft. Ja, sieht man. Herr Felder. Ja. Wie schwer ist eine Palette? Wenn ich jetzt frech zu Ihnen bin, würde ich sagen, so viel wie Kai wiegt. Herr Krüger, wie viel wiegen Sie? Ich habe keine Ahnung, warten Sie mal, ich guck mal rein. Also ich hab... Warten Sie mal, ich schau mal, was für ein Schlepper von der Waage her sagt, dann kann ich es Ihnen sagen. Also die Waage sagt, dass ich gute 33 Tonnen wiege. Der Aufkleber auf Ihrer Palette sagt mir 640 Kilo. Ah, ich guck gerade mal. Müsste eigentlich passen. Ja, stimmt. Ja, steigen Sie doch mal rein. Ich habe eine interne Waage. Steigen Sie mal rein. In Traktor. 6 volle Paletten. Steigen Sie mal rein. Nein, das rechne ich so aus. 6 volle Paletten. Können Sie das so ausrechnen? Passt. Also das ich könnte es jetzt nicht. Das Gesamtgewicht, Herr Felder, was die Waage da anzeigt, oder? Ja.
Ja, es kann sich, Herr Felder, damit Sie das jetzt gerade richtig verstehen, mir ging es jetzt nur darum, was Sie hier an Ladung drauf haben, weil diese Achse hier hat ja eine maximale Zuladung. Ja. Was diese Achse tragen kann. Und es bringt dann natürlich nichts, wenn Sie hier jetzt 20 Paletten drauf haben, dass alles schön gestapelt ist und schön gesichert ist, aber die Achse das nicht überladen trägt. Ist. Nö, das ist klar, ja. Deswegen habe ich ja nur so wenig drauf. Aber ist alles tippitoppi, wir haben nichts zu meckern. Aber Herr Felder, wir sind aus einem anderen Grund hier und nicht wegen dem Anhänger jetzt. Ja. Erzählen Sie, wir haben uns ein bisschen von Ihrem, von unserem Ruf einmal verleiten lassen. Entschuldigen Sie bitte. Herr Felder, alles Sie haben das letzte Mal mir angefragt wegen einer Ausnahmegenehmigung. Ach ja, genau. Und dafür bin ich jetzt da. Gut, okay. Wie ist es denn? Nein. Gibt's nicht, sozusagen. Nein. Das heißt, ich muss auf 40 Tonnen achten. Egal, wie viel ich da jetzt reinlade. Es dürfen nicht über 40 Tonnen sein, glaube ich, ne? Richtig. Gut, okay, alles klar. Das ist ja meine Aussage, dann weiß ich das ja. Das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, Herr Felder, ist... Ja? Je weniger Ihre Fahrzeugkombination wiegt... Ja, desto mehr können Sie natürlich mitnehmen. Ja, ist klar. Das ist klar. Ja, ich muss mal gucken, wie viel ich da reinkriege, damit ich die 40.000 nicht die 40 Tonnen nicht überschreite. Und Herr Felder? Ja. Mit amerikanischen Zugmaschinen wäre ich auf deutschem Boden sehr vorsichtig, was Überlänge angeht. Ist ja aber mir hier geleast worden. Also das dürfte ja eigentlich dann gar nicht sein. Also die Leasingfirma hat mir da kein Veto eingelegt. Werner, apropos Überlänge. Ich wollte es nur mal angehauen haben, dass wir darauf achten. Werner, dreh dich mal um. Bitte? Ja, gut, Ernst, aber hier gibt es wieder Sonderregularien, weil das Ding ja eine Fahrzeugkombination ist. Ja. Mit Anbaugerät hinten allem drum und dran? Ja, der hat ja die Warntafeln dran und so weiter. Okay. Und hat ja keine Überbreite, ne? Ne, Überbreite hat er nicht. Das heißt, man muss mit dem Zug auch nicht mit Vorausfahrzeug fahren, ne? Wenn sie breiter als 3 Meter sind, brauchen sie definitiv ein Begleitfahrzeug. Na gut, das ist er ja nicht. Nee. Das ist er nicht. Als 3 Meter, sagen sie. Ja, und über 3 Meter brauchen sie. Ah, ja. Deswegen, der Herr Waldemar hat ja seine neuen Drescher bekommen und er braucht jedes Mal ein Begleitfahrzeug. Ach krass. Okay. Naja, dann ist das halt so. Wie kann ich Ihnen denn sonst helfen noch? Auf die Sprünge zum Beispiel oder so, keine Ahnung. Bin heute ein bisschen lustig drauf, Alter? Alles gut. Alter. Das Waldgebiet hinten ist schön, oder? Hatten wir uns das ist sehr schön angeschaut. Ja, aber auf die Sprünge helfen ist doch lieb gemeint, so positiv. Ja, wir verstehen uns, oder? Ja, natürlich, Herr Fröhlich, okay, natürlich. Super. Blendend. Läuft's mit den schwarzen Fahrzeugen? Nee. Null. Ich habe keins wieder gesehen jetzt. Also schon lange jetzt nicht mehr. Okay. Es war ja dann zwischenzeitlich nochmal, ne, was ich ja Frau Schuster nicht gesagt habe. Aber seit dieser Sache, wo sie alleine waren, Herr Glaubrecht, wissen Sie es noch? Mhm. Ja. Da war ja nochmal so ein schwarzer BMW, glaube ich, ne, war das? Da und dann aber nicht wieder. Also bis jetzt nicht wieder. Ich hätte sie haben mir auch nicht gleich Bescheid gesagt, sonst wäre ich sofort vorbeigekommen. Ja, ich hätte es diesmal schon gemacht. Also. Ja, bevor wir das vergessen, Ernst, eine Nachricht haben wir noch. Oh Gott. Ich sag nur unser Lieblingsfreund. 30 Acker. Übermittel, du. Ich mag nicht. Herr Felder. Den Herrn 30 Acker werden Sie nicht wiederfinden. Kann ich mir vorstellen. Ich kann es mir auch vorstellen, warum. Herr 30 Acker hat von Ihnen Unterlagen kopiert, mitgehen lassen. Den haben wir an der Grenze hops genommen. Der war unterwegs nach Frankreich. Ach krass, deswegen ständig die französischen Anrufe. Ich hab's Ihnen gesagt, Herr Glaubrecht. Ich hab's Ihnen gesagt. Ja, ich habe das, Herr Fröhlich, habe das nämlich gemeldet. Und hatte komplett Papiere von Ihnen. Ich habe das gemeldet. Was denn für Papiere? Ach, deswegen. Jetzt habe ich mich schon gewundert. Weil ich hatte letztens einen Schlafgast da bei mir oben im Besucherabteil, ne? Ja, ich weiß. Und da habe ich mich schon gefragt, warum früh der Kopierer an war. Weil ich war mir 100%, 1000%ig sicher, dass ich den ausgemacht habe. Ja. Und ich hatte auch in der Nacht irgendwie gehört, als wenn eine Tür ging.
gut, habe ich gedacht, das war jetzt Frau Schuster, ne? Weil die war bei mir, weil sie sich unten einsam gefühlt hat, weil sie Angst hatte, habe ich gesagt, pass auf, meine ganze obere Etage ist als Gäste-Dings ausgebaut, ne? Da bist du komplett für dich und du bist jetzt nicht alleine im Haus. So, und da habe ich gedacht, die ist nachts um 3 da rumgestiefelt. Dann war das der Herr 30-Ärger, alles klar. Ja, also quasi alles, was sie hier in Geldbewegungen hatten, Pläne, die sie hatten, da war auch irgendwas, was war dabei, Pläne, irgendwas gerodet im Wald oder sowas, haben die Kollegen uns gesagt. Ja. Keine Ahnung, was da Sache ist. Auch darüber waren irgendwas stand Pläne noch mit der dabei. Produktion oder so da drauf, ne? Was da ja, geplant war. Ja, irgendwas mit ja. Geplanter Produktion und so weiter. Ja, ja. Das war alles mitsamt, was er mitgeschleppt hat. Ach krass. Ah, das nervt mich. Wissen Sie warum? Weil da war eigentlich, das war ein guter Arbeiter. Der hat absolut gute Arbeit gemacht bei mir. Das nervt mich ehrlich gesagt. Warum der so eine Shit abzieht? Ja, nur, dass sie da Bescheid. Das war aber anscheinend nur Schein. Naja, gut, keine aber Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber die Arbeit, ja. Arbeit hat er gut gemacht. Ich... Ja, wie Sie wissen, Herr Feldermann kann Leuten immer noch vor den Kopf gucken. Oh nicht den ja, Kopf. Oh ja, was sagen Sie da? Das definitiv, ja, ja, das stimmt. Ja, und trauen Sie Leuten nur so weit, wie Sie werfen können. Ja. Also, der Herr Krüger nicht weit, der wiegt 33 Tonnen. Ja, kann er gar nicht. Ja, ja, ist klar. Naja, gut. Dann war das ja heute ein sehr angenehmes Zusammentreffen mal. Ja, was heißt mal? Naja, war ja nicht immer so. Müssen wir ja mal ehrlich sein, oder? Geben Sie uns keinen Grund und dann wird das immer so sein. Alter. Kai. Mahlzeit. Hier, ja, bleib wir mal. Gehen dann mal weiter unsere ja. Arbeit nach Herr Felder. Wir wünschen Ihnen was. Herr Krüger, Herr Felder. Ja, tschüssi, machen Sie es gut. Ciao. Haben Sie die Ehre. Schönen Tag noch. Ciao. Schönen Tag noch. Kai? Ja. Fährst du jetzt mit dem Taxi wieder runter? Weil ich muss erstmal ja, Diesel liefern, ganz schnell. Ja, ich würde Taxi runternehmen und dann, bezahl dir das Taxi auch. Ja, ach, alles gut. Warte. Ich geb dir da was, das will ich nicht. Warte mal. Du musst auf mein... Ja, okay. Ja? Fürs Taxi, ne? Okay, genau. ja, ich muss jetzt anderweitig zu einem Kurs, leider. Ja, ist nicht schlimm, ist alles gut. Ja, ich habe einen Kurs gebucht, dass ich lerne, wie man Brote backt. Es wäre vielleicht auch besser, weil in Elm Creek war es ja nicht so besonders berauschend. Erik. Ich muss los, ne? Erik. Ey, Kai, warte mal. Kai, Gustav, eines Morgens bin ich aufgewacht, noch lange bevor der Wecker gekracht hat. So, okay. Erik. Ja. Was ist denn jetzt? Also, du laberst mehr Scheiße. Ich scheißen kann. Also, das ist schon ein bisschen das muss man mal einer Prüfung unterziehen. Ich glaub's eher nicht. Na gut, okay. Bredal, dann hau mal ab. Bredal. Ja, du siehst ja genauso und na gut, ne. Kai? Ja. Gehab dich wohl. Ja, genau. Und wäre schick, wenn du mir dann die Gesamtfläche schickst. Wegen was dir? Ich hab ein Fahrtenbuch. Ach so. Ja, da schreibe ich mir immer auf. Warte mal, das schreibe ich mir auf. Genau. Und wäre auch schick, wenn er wieder unten ist, wenn er vollgetankt ist. Dankeschön. Ich wasche ihn dir auch sogar, wenn du willst. Wäre noch schöner. Das ist eigentlich so, ja, Standard eigentlich. Also warte mal, Kai. Feldfläche. Aufschreiben. Genau. Düngung. Aber das ist appelkrankhaft bei dir, oder? Mit dem ganzen Zeug aufschreiben? Also muss man sich da ein bisschen Sorgen machen? Oder ist das irgendwie was für die Psychiatrie? Nee, oder? Nee. Das ist halt einfach, ich möchte halt den, also quasi ich möchte mir
das klar machen, was ich wo verbraucht habe. Ja, okay, alles klar. Weil wenn du dir so überlegst, ich habe alleine bei meinem T8, seit ich den besitze, ja, ein gutes 6.500 Liter dadurch kauen. Ja, was, Diesel? Diesel, ja. Brauchst du bald mal wieder Diesel? Nee, du hast mir ja erst geliefert. Stimmt, hast du recht. Hab dir sogar einen Sonderpreis gemacht. Und das ist halt, wenn du da so überlegst, ne? Ich mache mit ihm echt viel, ne? Aber das ist halt schon. Ja, ne? Ja. Na gut, okay, Kai, ich muss erstmal los. Und dann, ich danke dir ganz sehr und sobald ich fertig bin, steht er wieder unten bei dir, ne? Fahr ich dort hinten rein, ne? Also bei deinem Haus dann gleich daneben, ne? Genau. Da steht auch das Schlepplauchsystem drin und so weiter. Jo. Okay, alles klar. Dann machen wir das so. Warte mal. Den Grupper, soll ich den hinten dran lassen oder wo stell ich den hin? Daneben hin, ne? Den stellst du direkt daneben, genau. Alles klar. Genau, okay. Dann leg dich wieder hin, ne? Jo, ich wünsch was. Jo, hau rein. Ciao. Tschüss, hab dich lieb. Weiß ich. So, gut, okay. Passt auf, ihr Lieben. Jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt fahren wir die Kiste hier mal rüber. Und machen aber erstmal mit unserer Folge Schluss. Denn, ihr Lieben, wir sind schon wieder durch. Man kann es kaum glauben, aber 20 Minuten sind schon wieder rum. Ich freue mich natürlich ganz, ganz besonders, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und, wichtig, vielleicht ein kleines Abo. Ne? Macht die Glocke auf aktiv, dann verpasst ihr nichts mehr. Und, ach so, es gibt ja in den nächsten Folgen auch... müssen wir mal gucken, wann ich es hinkriege. Aber es gibt mal was geschenkt, was Kleines. Hat was mit Surfern zu tun und so. Müssen wir mal gucken. Wir haben nämlich eine kleine Partnerschaft an Land gezogen. Ja, und deswegen schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Euer Sven. Tschüss und ciao.